So, heute mal ein bisschen Bloons-Geschichte. Wie kann es eigentlich sein, dass die Affen von so zu so wurden? Viele von euch denken jetzt, das liegt vielleicht an Benjamin, weil der halt so ein Hackerman ist, aber das stimmt nicht ganz. Das Ganze liegt einfach an Dr. Monkey, denn das ist der verrückte Affenwissenschaftler, der es einfach geschafft hat, die ganze Technologie der Affen neu zu erfinden und der den Affen einfach komplett Waffen und einfach richtig hohe neue Technologie gegeben hat. Und ja, den haben wir heute als Mod und den testen wir heute einfach mal aus. So sieht er aus, wir gucken uns mal seinen Standard-Attack an. Und sein Standard-Attack ist, er wirft halt einfach einen seiner Tränke. Der hat übrigens auch die Tränke von dem Alchemisten erfunden. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter und holen uns das erste Upgrade. Das erste Upgrade ist Slowing Solution und das macht, dass Bloons, die von dem Trank, den ihr gerade seht, gehittet werden, einfach sich langsam auflösen durch die ganzen Chemikalien und einen 33% Movement Speed Reduction kriegen. Also sie sind 33% einfach langsamer. Ich finde auch, Dr. Monkey hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Albert Einstein, auch so von den Haaren und so. Also es ist schon, glaube ich, eine kleine Verbindung da. So, das nächste Upgrade ist Damage Deconcussion. Damage Deconcussion. Glaube ich. Okay, also Bloons, die von den Chemikalien von Dr. Monkey gehittet werden, kriegen extra Schaden über längere Zeit und zwar plus 2 Schaden und das Ganze hat eine Lebensdauer von 3 Sekunden. Also er wirft jetzt praktisch den Trank, der slowt und der erhöht den Damage, den die Bloons in der Zeit kriegen. Ich würde sagen, wir stellen ihn mal auf Stärkster, das ist ganz nice. Und um da jetzt kompletten Value rauszukriegen, würde ich sagen, brauchen wir natürlich hier noch einen extra Affen. Ich würde sagen, wir bauen die anderen extra Affen alle hier hinten. Ne, den baue ich nicht da. Ich baue erstmal einen Tag-Shooter hier, würde ich sagen. Den mache ich auf Faster Shooting und gehe dann noch in die Mitte, würde ich sagen. So, ich denke, hier mit dem Blade-Shooter ist das jetzt eine ganz gute Kombo mit den beiden. Und das nächste wäre Dr. Monkeys Hypersonic Speed Upgrade für 2590. Das Hypersonic Speed Upgrade, also er wirft jetzt einfach seine Chemikalien noch schneller und es hat einfach eine dreifache Emissionsrate und er hat einfach anscheinend Carmo Detection oder er gibt sogar Carmo Detection weiter, das weiß ich nicht genau, wie das gemeint ist. Also es kann sein, dass er jetzt Carmo Bloons anwerfen kann und dass diese dann von allen Bloons gesehen werden können. Das wäre natürlich noch krasser, als wenn er nur Carmo Detection kriegt. Wir gucken uns das Ganze auf jeden Fall mal an. So, wir haben das Upgrade jetzt. Und ja, auf jeden Fall, ihr seht, er wirft viel schneller die Tränke und er macht jetzt unten noch die Fähigkeit auf dem Boden. Das ist halt richtig krass. Das nächste ist Bloon Science, also ne, die Lehre von den Bloons oder die Bloon-Wissenschaft. Und die kostet 4320. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal ein bisschen sparen. Und ich würde sagen, wir brauchen auch ein bisschen mehr Defense hinten. Aber guckt euch das an, also er rastet komplett aus. Also Dr. Monkey ist halt nicht nur einfach schlau, der ist halt auch einfach noch ultra krass. Guckt euch das an, der wirft die einfach kaputt, die platzen hier oben. Die haben die ganze Zeit, die kriegen permanent neuen Damage. Also ich denke, der wird noch richtig stark, vor allem auf Stufe 5. Also solche Mods sind halt einfach geil mit so einem neuen Modell und so. Es gibt auch einen Mr. Beast Mod, der dauert aber glaube noch, bis ich den kriege. Den werde ich euch dann auf jeden Fall auch vorstellen. Der ist auch richtig nice gewesen. Und als nächstes würde ich sagen, holen wir uns noch einen Magier und den gehen wir auf Mitte und auf unten, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine ganz geile Kombo, Mitte und unten. Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe doch lieber oben drauf, dass ich hier das Feuer in die Mitte machen kann, dass es hier doppelt Damage macht. So, und jetzt noch auf Dragon's Breath für 3240, dass wir jetzt nochmal richtig Schaden haben, weil das brauchen wir safe gegen den Moab. Da ist der Moab. Ich würde sagen, wir holen jetzt noch Bloons Science. Mal sehen, ob er mit Bloons Science guten Schaden gegen den Moab macht. Ja, es geht. Es geht. Und hier, er macht halt dann den richtig vielen Schaden, weil Dr. Monkey halt die Debuffs drauf macht. Also, Bloons Science. Bloons, die getroffen werden von den Chemikalien, kriegen noch mehr Damage über Zeit. Es tickt viel schneller. Es macht 5 extra Damage, also plus 5 Damage. Nicht insgesamt 5, sondern 5, die er jetzt macht. Also müsste er in 9 oder 10 insgesamt mit einem Wurf an Schaden machen. Ihr seht, mit einem Tick, da explodiert halt direkt ein Zebra-Bloon und ist direkt kaputt. Das ist schon richtig viel Schaden. Und eine Tick-Rate, die 5-mal schneller ist. Das heißt, der ganze Debuff tickt einfach 5-mal schneller. Guckt euch das an. Also, der macht jetzt komplett die Runden alleine. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir lassen es mal durchlaufen und gucken einfach mal, wie weit der Dr. Monkey alleine kommt. Lasse ich ihn auf Stärkster oder packe ich ihn auf Erster? Also, selbst Ceramic Bloons macht der Easy Kill alleine. Das Charming Charisma. Unlocks the hidden evil side of Dr. Monkey. Okay, krass.
Für 15.000 können wir dann den verrückten, bösen Dr. Monkey holen. Ich bin gespannt, Leute. Okay, wir sind in Runde 50. Der erste Moab kommt seit Runde 40. Er macht bisher alles easy alleine. Und selbst die Moabs macht er mittlerweile alleine. Also wir brauchen hinten fast keinen Defense. Dr. Monkey, 28.000 Pops. Ich würde sagen, wir gucken, wie weit Bloons Science alleine kommt. Ich schätze, er hat keine Probleme, bis Runde 70 oder so zu kommen. Wir lassen mal durchlaufen. Und sollen wir die beiden hinten behalten? Ich glaube, ich verkaufe die mal. Und wir gucken uns wirklich nur an, wie krass Dr. Monkey persönlich alleine ist. So, jetzt kommt jede Sekunde der BFB, Leute. Und ich bin gespannt. Also der Dr. Monkey, ihr seht, der Damage tickt immer schneller hoch. Sein Moab-Damage, muss ich sagen, ist nicht so das Beste im Moment. Aber sein normaler Bloon-Damage ist halt komplett geisteskrank. Und ihr seht, er platzt einfach, obwohl er gar nicht attacken konnte. Und hier, der Damage sprintet weiter nach oben. Er macht's easy. Easy den BFB geschafft. Bis Runde 70 könnte ich mir vorstellen, dass er es schafft. Aber da werden Runde 65 kommen ja zwei BFBs. Vielleicht kriegt er da auch Probleme und stirbt da. Oh, gepanzerte Moabs hat da ein Problem mit. Ah, nee, er kriegt sie gerade so hin. Oh mein Gott, das war super close. Runde 63 sollte eigentlich easy sein. Normale Bloons, wie gesagt. Zuckerschlecken für Dr. Monkey. Okay, Doppel-BFB. Schafft er das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da wird jetzt was durchkommen. Hier hinten sind so viele Ceramic Bloons. Nee, schafft er. Okay, dann Runde 70 ist, glaube ich, drin. Okay, krass. Es ist Runde 74 und er hat immer noch keine Probleme. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze bis Runde 80 an und spätestens dann holen wir uns das letzte Upgrade. Oh, 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 oh. Geht da was durch? Nee, Runde 75. Sehr, sehr knapp. Und Runde 75 ist Feierabend. Okay, also wir müssen uns jetzt das fünfte Upgrade holen. Runde 75 hat er geschafft, nur mit Stufe 4. Das heißt, er schafft easy Runde 100 hier, wenn wir uns das holen. Es steht nicht da, was passiert. Er hat einfach größere Reichweite. Ich glaube, ich platziere nochmal neu. Und zwar hier in der Mitte, dass er bessere Reichweite hat. Discharming Charisma unlocks the hidden evil side of Dr. Monkey. Wir gucken uns das Ganze an. Also er wirft immer noch seinen Pot. Und er one-shottet jetzt einfach BFBs und Moabs. Das ist schon richtig heftig. Aber bisher, also er macht halt einfach sehr, sehr viel mehr Damage. Aber ich weiß nicht, ob was passiert, wenn er gleich 100.000 Pops oder so hat. Weil es gibt ja Upgrades, so Modded Türme. Da passiert dann erst was, wenn er so und so viele Upgrades hat. Und es könnte sein, dass Dr. Monkey einer von diesen Türmen ist. Das weiß ich nämlich nicht genau. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. 100.000? Ah, bisher passiert nichts. Okay, vielleicht bei einer Million. Wir gucken uns das an. ZOMG. Okay, ZOMG wurde komplett auseinandergenommen. Wir gehen weiter, Leute. Das Krasseste ist, Dr. Monkey hat sich ja auch geklont. Das heißt, theoretisch könnte man einfach ganz viele verschiedene Dr. Monkeys holen und könnte diese einfach alle platzieren. Das wäre halt komplett krass. Ich denke, das mache ich jetzt auch einfach. Wir holen uns einfach nochmal 9 andere Dr. Monkeys. Die sind natürlich nicht so stark wie das Original, weil es halt nur Klone sind. Aber ich kann Dr. Monkey einfach... Hä? What the fuck? Dr. Monkey kann sich einfach hier unten drunter platzieren. Wie dumm ist das denn? Wie viele habe ich? 2, 4, 6, 8, 9. Okay, das sind die 9 Klone. Ich würde sagen, jetzt einfach hier gucken, was der Richtige schafft. Aber ich denke, das wird easy. DDT's One-Shot. Okay, der wird safe Runde 100 schaffen. Der wird wahrscheinlich sogar bis Runde 120 oder so kommen. Runde 97 wird halt nochmal interessant, wegen gepanzerten Z-OMGs. Aber ich glaube, selbst die müsste eigentlich auseinander... Ey, das ist halt insane. Guckt euch an, wie viel Damage der macht. Und das ist ohne irgendwelche Buffs. Ich weiß gar nicht, kann Dr. Monkey gebufft werden? Kann er sogar. Okay, krass. Ist ja praktisch seine Erfindung, das Alchemistengebäude. Deswegen kann er sich da buffen. Und habt ihr gesehen, wie schnell er gerade den BAD auseinandergenommen hat? Schon heftig. Aber wie gesagt, ne, Dr. Monkey ist halt mehr damit beschäftigt, neue Waffen und so zu entwickeln. Und deswegen kann man den halt im normalen Spiel gar nicht spielen. Also den gibt es halt eigentlich nur durch Mods, weil der halt wirklich damit die ganze Zeit beschäftigt ist, irgendwelche neuen Waffen und so zu erfinden. Ich glaube, der hat auch hier erfunden, wie man die ganzen Beasts handeln konnte. Also wie der Beastzähmer das einfach, wie er die kontrollieren kann. Das müsste eigentlich auch eine von den Erfindungen von Dr. Monkey gewesen sein. So, schafft er Runde 119 ist hier die Frage. Und ja, easy. Das Krasse ist halt, er verlangsamt auch noch die Bloons, ne? Das muss man halt dazu bedenken. Der ist nicht nur ultra stark, das ist ja eigentlich eher so ein Supporter, der Dr. Monkey an sich. Erhöht den Schaden, den die Bloons kriegen und die Moabs. Der verlangsamt die Bloons und die Moabs. Also es ist richtig heftig. Und er macht so viel Schaden. Ich glaube, Dr. Monkey ist einer der Türme, die ich mal in irgendeinem Modus austesten muss mit einem anderen Mod zusammen, um einfach die anderen Tower noch zu buffen und mal vielleicht Runde 1500 oder so zu schaffen, Leute. Falls ihr das sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich würde sagen, das ist es für dieses Video gewesen. Benutzt gerne meinen Creator-Code, um mich kostenlos zu supporten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein und ciao.